Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir sind gerade wieder in Vegas, zusammen mit der lieben Cass, und wollen jetzt die Schuld der Van Graffs ermitteln. Also, dass die Karawane mitzerstört haben von ihr. Cass' Karawane. Naja, mal sehen, ob uns das gelingt. Oha. Oh, so machen wir es in Freeside. So. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass Sie so weitermachen sollen und ich Ihnen das hier geben soll. Ja, danke schön. Was? Banana, Yucca, Fruit? Ah, egal. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt die Möglichkeit wahrscheinlich, die Van Graffs zu töten und damit Cass zu rächen. Oder wir finden Beweise gegen sie und geben die bei der RNK ab. Das habe ich zumindest vor. Oh Gott, was? Alter, was ist mit deinem Gesicht? Was ist mit deinem Gesicht nicht richtig? Bist wohl was ganz Besonderes, was? Jeder mag ja den Neuankömmling. Und ich schau in die Röhre. Alter Schwede, ist sie gruselig. Ja, schau mal in die Röhre, aber nicht so viel, sonst kriegst du solche Augen und solche Haut. Meine Fresse. Halt die Schnauze. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs. Ich wollte das schon längst wegmachen mit einer Mod, hab aber gar nicht dran gedacht. Seht ihr mal, so lange ist es schon wieder her. Schnauze. Durstig. Geil. Geil. Wie Sau. Das Atomic Wrangler erfüllt alle ihre Wünsche. Ja, wenn ich deine Stimme höre, werde ich wirklich geil wie Sau. So, warte mal. Ich würde sie mal hier abstellen. Oh, nicht Stimpack. Ich leg mich hier auf die Lau. Ja, mach das, Cass. Ich will nämlich mal schauen, ob ich das nicht alleine besser hinkriege, weil sie wird wahrscheinlich auch gleich das Feuer eröffnen, oder? Hi. Willkommen im Silver Rush, der besten... Ach, nur ein Scherz. Hereinspaziert. Ach so, gehöre ich schon zum Inventar, oder was? Ach, scheinbar habe ich... Habe ich meine Waffen noch? Ich habe meine Waffen noch, Leute. Die haben mir die nicht abgenommen. Da bin ich ja ein bisschen... Nö. Ich fühle mich ja geschmeichelt, dass die mir nicht meinen ganzen Kram wegnehmen. So, warte mal. Ich könnte wetten, da drin finde ich die Beweise, oder? Hallo. Schau mich nicht an. Gehen Sie weiter. Ja. Warum schaut er mich an? Ich rede mal mit ihr. Ich habe noch die Quest mit dem Päckchen abzugeben. Willkommen zurück. Haben Sie Neuigkeiten für mich oder kommen Sie nur wegen der Waffen vorbei? Nein, wegen deinem hübschen Gesicht natürlich. Dein Knautschgesicht. Ja, ich habe das Paket ausgeliefert. Und? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie haben Sie reagiert? Was wissen Sie über diesen Kunden? Fragen Sie besser nicht danach. Aber ich hatte Ihnen eine Frage gestellt. Was war Ihre Reaktion? Ja, er meinte, Sie würden sich bald melden. Gut, hier ist Ihre Bezahlung. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss noch ein paar Dinge durchdenken. Oh, John Baptiste erwähnte da eine Sache, bei der er Hilfe braucht. Ich sagte, Sie stünden zur Verfügung. Gehen Sie zu ihm, um Einzelheiten zu erfahren. John Baptiste. Ja, wo ist er denn? Steht er hier irgendwo rum? John Baptiste. Hey! Nein. Wer ist denn John Baptiste von euch? Ist der hier vielleicht? Weil die anderen waren nur Schläger, das habe ich ja gesehen. Jetzt kann ich weiter, aber ich muss da hinten in diesen Raum rein, Leute. Ich muss einfach. Hi. Warum drehst du dich zu mir? Dreh dich doch weg von mir. Hallo. Guck weg. Ich will, dass du wegschaust. Jetzt. Ich bin versteckt. Ernsthaft? Der guckt mich genau an, aber schüttelt den Kopf. Jetzt kann ich. Oh Mann, ist der doof. Ah, komm. Nein. Yes. Oh. Das mit der Tür ist nicht so toll. Er kann versteckt. Oh, Laserpistole. Ich bin noch versteckt. Und es zieht mir kein Karma ab. Für den Safe plündern, Leute, auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Thereafter Strategies. Thereafter war's. Okay. Ah, was haben wir denn Schönes? Ach, das ist nur das Schloss. Ich dachte, da bekomme ich jetzt vielleicht schon Hinweise über dieses Geheimnis. Oh, da oben steht auch einer, oder? Das ist schlecht. Und, was haben wir hier? Brief an Gloria.
Pre-War Money und der Rest. Ein Brief an Gloria. So, so. Gloria, nee, wie hieß sie? McLafferty. Hm, gucken wir mal. Brief an Gloria. Ach nee, hier, das ist ja sie, Gloria Van Graff. Die andere hieß Alice McLafferty. Naja. Werte Miss Van Graff, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Cassidy-Karawanen in letzter Zeit einige Rückschläge einstecken mussten. Ich kann nur hoffen, dass diese jüngsten unglücklichen Ereignisse die junge Säuferin endlich dazu bringen, ihre verbleibenden Aktivposten an mich zu verkaufen. Gemäß unserer Vereinbarung habe ich nicht zu vernachlässigende Bemühungen in die Schwächen ihrer Konkurrenz der Waffenschieber investiert. Sie können in nächster Zeit mit einem geheimnisvollen und plötzlichen Anstieg der Waffenverkäufe rechnen. Mit freundlichen Grüßen, Alice McLafferty. Aha. Die alte Schabracke, die hat doch nicht ernsthaft hier, ne? Ich will nochmal nach oben gehen. Hör, der ist verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Jean-Baptiste. Oh oh. Was macht er da vorne? Beweg dich nicht so komisch. So, so, der gute Jean-Baptiste. Soll ich mit dem reden? Vielleicht noch eine Quest abstauben oder soll ich sie gleich verraten an die RNK? Weiß ich noch nicht. Lauter Spielautomaten. Brauche ich jetzt weder noch. Ich glaube, ich gewöhne mir das mal ein bisschen ab, immer Zeug einzustecken. Außer sowas natürlich. Munition. Oh. Das gibt eine ganze Menge Kohle, deswegen stecke ich es mal ein. Munition ist sowieso immer gerne gesehene Tauschware. So. Nein. Ach, diese schweren Schlösser, da fummelt man sich einen ab, du, sag ich dir. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Wie hoch habe ich denn Schloss knacken? Habe ich das noch nicht auf Maximum? Scheinbar nicht, sonst wäre das hier viel einfacher. Ja. Ja. Wisst ihr was? Den Kram verkaufe ich Ihnen jetzt gerade wieder zurück, weil es Ihnen recht geschieht. Oh. Bin ich denn überladen? Habe ich so viel Zeug dabei? Ich habe doch gar nicht so viel Kram einstecken, du. Das ist doch alles nicht wahr. Warte mal, kann ich die auch noch modden? Nee, leider nicht. Sturmkarabiner. Was? Der ist ja ziemlich kaputt. Polizeischrotflinte, Scharfschützenkarabiner. Ah, ach nee, die habe ich jetzt hier... Habe ich die hier gefunden, oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den ganzen Kram jetzt her habe. Oh nein, ganz bestimmt werde ich die nicht damit reparieren. Ja, ich habe noch eine ganze Menge Zeug einstecken, warum auch immer. Plasma-Granate, Plasma-Rifle, die habe ich jetzt voll gemacht. So, die werde ich erstmal reparieren. Ich habe ja noch ein paar Weapon-Repair-Kits. Und Scharfschützenkarabiner auch. Ah, das gibt jetzt richtig schön Geld, ne? 3866 ist das wert. Ja, die thermische Lanze werde ich, glaube ich, auch verkaufen. Er tanzt für uns. Zumindest sein Schatten tanzt. Was ist denn hier noch alles? Sag mal, pennen die hier oben? Ich glaube echt, die pennen hier oben. Hm, nee, lasse ich alles liegen. Da seht ihr mal, die sind so böse, die Van Graffs. Da kriegt man nicht mal Karma abgezogen, wenn man denen was klaut. So böse sind die, ja. Alles leer. Ich will aber noch weitersuchen. Am Ende gibt es hier noch eine einzigartige Waffe und ich drehe genau jetzt rum, wo das vorbei ist, das Haus, wo das zu Ende ist. Na gut, dann halt nicht. Ach, ich weiß nicht, Leute, soll ich jetzt einfach mal... ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, ob er was dagegen hat, wenn ich ihn jetzt anquatsche. Ich meine, ich bin ja hier im abgesperrten Bereich, oder? Ah, nach Ihnen habe ich gesucht. Ihr Name ist vor kurzem in einem Gespräch gefallen. Meine Schwester ist bisher sehr beeindruckt von Ihnen. Ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das Zeug dazu haben, für diese Familie zu arbeiten. Aber Sie haben Glück. Ich gebe Ihnen eine Chance, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Was sagen Sie? Lust, eine Menge Geld zu verdienen? Mhm. Was hätte ich zu tun? Nein. So läuft das nicht. Ich lasse Sie nicht groß abwägen. Entweder sind Sie dabei oder nicht. Was? Rose of Sharon Cassidy finden und sie dazu bewegen, herzukommen?
Nö, da bin ich raus. Wahrscheinlich wollen die irgendwas mit dir anstellen. Nö. Dachte ich mir. Kommen sie wieder, wenn ihnen ein Rückgrat gewachsen ist. Ja. Ihr wollt die wahrscheinlich umbringen, ne? So habe ich mir das vorgestellt jetzt. Wenn er schon sagt... Wir behalten sie im Auge. Und zwar genau. Ja, wenn ihr wüsstet. Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben sich um Jean-Baptistes Auftrag gekümmert. Mein Bruder ist alles andere als geduldig. Das ist mir so egal, was der will. Sehr gern. Zeig mal, was hast du denn? 341 Kronkorken, ist das ein Witz? Oh, was ist das? Ach, das ist so eine Laser-Gatling. Uiuiuiui. Spritlewood. Smitty Special und die Tri-Beam oder Tri-Beam Laser Rifle. Nee. Nur Quatsch. Nur Quatsch. Ich dachte, ich kann jetzt hier richtig Kohle machen bei dir, du Alte. Kann ich gar nicht. Na gut, die 25mm Granaten, die bringen mir auch nichts. Nee, tut mir leid, du hast nur Quatsch. Brauche ich alles nicht. Nee, Leute, auf jeden Fall werde ich mich nicht auf die Seite der Van Graths schlagen. Das sind Vollidioten, die mag ich gar nicht. Die sind wahrscheinlich chaotisch böse oder sowas von der Gesinnung her. So, liebe Rose. Machen wir uns auf den Weg. Hast du schon Beweise gefunden? Ich werde nicht ewig warten. Warum sprichst du Beweise so komisch aus, Rose oder Cass? Ach du Scheiße. Jetzt wird alles klar. Das Blut, das Motiv. Die müssen sie ja mit Schlangengift geschrieben haben. Nur, wir haben ihn zwar, aber was jetzt? Klar beweist das ihre Schuld, aber keiner wird uns zuhören. Woher willst du das wissen? Gibt's jemand bei der RNK, dem du vertraust? Tja, Jackson im Mojave Outpost könnte es nach Westen schicken. Aber ich würde niemandem trauen, der dichter am Colorado ist. Und das Herz der kaminroten Karawane und der Van Graffs schlägt im Westen. Bin mir nicht sicher, ob das was nutzen wird. Na, okay. Ja, nach all der Scheiße, die ich hierfür durchmachen musste, gehen wir jetzt zu Jackson. Nee, ich würde sagen, wenn er nicht zuhört, können wir die Sache auf ihre Weise, auf deine Weise erledigen. Geht klar. Wir machen es. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. So, bin ich eigentlich so ultra höflich und sieze sie die ganze Zeit? Ich meine, sie duzt mich ja auch. Haben die wahrscheinlich in den Übersetzungen nicht mitbedacht. Ich gehe nochmal zu den Waffenschiebern. Ah, ich musste noch ein bisschen Geld verdienen hier. Das gibt's doch gar nicht, dass ich hier überhaupt keine Kohle mache. Ja. Oh, es wird schon Abend, ne? Willkommen, Sir. So, Sir oder Madam. Sehr gut. 8000 hat er wieder. Na gut, dann habe ich wohl schon oft genug gepennt oder so. Erstmal die. Die Buschbüchse. Ja, kann auch weg. Das nicht. Ja. 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 Nein. Die auch. Scharfschützenkarabiner. Die wollte ich auf jeden Fall auch weg, oder? Oh, seht mal, wieder 7000 dazu verdient. Tschüss. Hey, dann habe ich ja fast schon alles wieder, was ich... Ne? Was ich ausgegeben habe für die Implantate. Ich glaube, ich werde mir noch ein paar holen. Ihr sagtet, das liegt an der Ausdauer. Und ja, was ihr auch gesagt habt, ich soll doch jetzt schon das nächste DLC machen. Leute, guck mal, was wir noch alles hier zu tun haben. Ich kann doch jetzt nicht alle DLCs nacheinander durchrennen. Ich wollte jetzt nur ein bisschen hier im Ödland bleiben. Um Vegas. Und dann erst ein DLC. Also gebt mir schon noch so ein paar Folgen, so mindestens 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen. Dann mache ich gerne wieder ein DLC. Jetzt habe ich schon wieder Dehydration aufgebaut, man. Ich finde die Waffe irgendwie super, aber ich glaube, die werde ich bald wieder weggeben. Kann man einfach mal Gegner zu brutzeln, wie, ja, so wie so ein Viehtreiberstab eben. Jackson, war das nicht der mit dem Schnauzbart? Mit diesem Malocha-Schnauzer? Hi Cass, du bist irgendwie schneller als ich, kann das sein? Ach ja, genau, das müsste... Ja, das ist er sogar. Das nennt man Malocha-Schnauzer, glaube ich. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Ja, ich habe hier Beweise für eine Karawanenverschwörung. So, lassen Sie mich mal sehen. In Ordnung, das erklärt viele der verschwundenen Karawanen. Ich dachte, es wäre die Arbeit der Legion, aber... Ah, Entschuldigung, können Sie die Beweise an die richtigen Leute weiterleiten? Das kann ich, wenn Sie mir etwas versprechen. Schwören Sie, dass Sie sich nicht an Gloria oder Alice rächen werden. Ansonsten wäre der Fall hinüber und der Gerechtigkeit würde nie Genüge getan. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, loszulassen, aber Sie und Miss Cassidy müssen das verstehen, klar? Ach Leute, ich weiß doch nicht, Selbstjustiz ist auch nicht das Richtige, aber warten, bis sich alles durch die langsamen, müden Mühlen der Justiz gewühlt hat...
Ja gut, aber nur wenn Sie uns versprechen können, dass die Beweise an die richtigen Stellen kommen. Versprochen. Aber was danach passiert? Niemand kann den Kongress einberufen oder aussetzen. Und das ist eine kitzlige Angelegenheit. Gott, was für eine Sauerei. Die Leute fallen übereinander her, obwohl die Mojave am Abgrund steht. Wenn uns der Sumpf der Republik nicht umbringt, erledigt das die Gier. Danke, dass Sie zu mir gekommen sind. Rache klang sicher verführerisch. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass nicht noch mehr Blut vergossen wurde. Wir müssen unsere Kräfte für die Legion aufsparen. Och, naja. Ja, leiten Sie die Beweise einfach an die Regierung der RNK weiter. Ich tue, was ich kann. Und jemand muss zur Rechenschaft gezogen werden für all jene, die gestorben sind. Ach. Ja, das haben wir auch hinter uns, schätze ich. Ich hoffe, es war das Richtige. Alles in Ordnung? Fühlt sich... Ich weiß es nicht. Ich fühle mich wohl erleichtert. So habe ich mich noch nie gefühlt. Wart mal. Das stimmt nicht. Ich glaube, die RNK im Westen wird der schlimmste Feind sein, den die Van Graffs und die Kaminrote Karawane jemals hatten. Die sind da draußen so verliebt in feste Abläufe und Papiere, dass diese Beweise viel schlimmer als jede Kugel sein werden. Damit ist meine Rechnung und die meiner Leute beglichen. War zwar ganz schön politisch, aber es hat sich gelohnt, auch wenn es noch Jahre dauert. Ja, da bin ich ja zufrieden. Oh, was? Cass hat das extra ruhiges Herz erhalten, was ihr einen permanenten Gesundheitsbonus verleiht. Ach, sehr gut. Herzschmerz nach Ansage. Na schön. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, war das das Richtige? Ich will nicht immer nur den super netten raushängen lassen, ich will mal ein bisschen auf die Kacke hauen, aber... Ich glaube, hätten wir uns mit denen angelegt, mit den Van Graffs, mit Waffengewalt eben, dann wäre das wohl nicht so leicht gewesen. Hätte ich wahrscheinlich ganz schön Probleme gehabt. Ich werde mal Schleichen nehmen, komm. Oder vielleicht auch ein bisschen Medizin noch, dann habe ich es wenigstens voll. Mein Schleichen, wann schleiche ich hier schon mal, ne? So, was haben wir denn? Oh Gott, Leute, diese ganzen... Jetzt geht das wieder los. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich nehme. Ja, glänzend... Nein, 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 nein. Nee, oder? Nee, nee. Kind des Rad. Rad. Ja, gut, da muss ich aber verstrahlt. Nein, 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 nein. 10% schneller laufen ist jetzt auch nicht so das Beschützerinstinkt. Ja, nein. Bleimagen? Auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Das mit den Perks jeden Level ist natürlich blöd, immer noch. Habe ich mir aber nicht ausgesucht. Das ist halt immer noch von dem Project Nevada drin. Ich krieg's auch wohl nicht mehr raus. 25% auf Strahlung, ja, das ist jetzt... Ich nehme jetzt halt die ganze Zeit Dinger, die mir gar nicht so viel bringen, sage ich mal. Also die, die ich nicht unbedingt brauche und deswegen ist es ja auch nicht so schlimm jetzt. Nuka-Chemiker. Aha, Nuka-Cola-Rezepte für die Werkbank, nee. Tunnelläufer, durch das Gewirr der Luft haben sie gelernt, den Kopf unten zu halten. Ihre Bewegungsgeschwindigkeit wird deutlich erhöht, wenn sie in leichter Rüstung schleichen. Mehr Erfahrung. Ne. Ich bin jetzt schon auf 35. Mit 50 ist Schluss, deswegen. Ne. Na komm, ich nehme mal das mit dem. Wo haben wir es denn? Finesse? Ne. Da. Strahlungsresistenz. Nehmen wir das. 25% macht zwar auch nicht viel aus, also. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber ja. So, ich nehme mal wieder das. Das Katana, mein treues. Was machen wir denn als nächstes? Ich könnte mal langsam Idi abholen, der Arme, der vergammelt jetzt auch schon seit einer Ewigkeit. Ist er noch bei den Anhängern? Habe ich den denn gelassen? In Prim? Ich habe den noch nicht in Prim gelassen. Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich hatte den noch bei den Anhängern... Nee. Ich hatte ihn bei den Bruderschaftsleuten... Ach komm, ich guck einfach mal. Ist er wieder nach Hause zurückgekehrt, oder was? Hey, Idi! Alles klar? Mein lieber Idi, Aufgabe abgeschlossen. Ach so, die haben den hierher gebracht. Na dann. Oh. Idi ist wieder mit dabei. Idi ist mit dabei. Idi, Idi, mein lieber Idi. Kommst du jetzt mit, oder? Ich würde sagen, Begleiterprotokoll Start. Verbesserte Sensoren. Oh, wie cool. Idi wieder. Den mag ich ja. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen mit Cass hier rumlaufen. Vielleicht hole ich mir irgendwann auch noch Boon. Aber der bestimmt ja immer so ein bisschen meine Ausrichtung. Wobei das jetzt auch wieder egal ist. Immerhin, ne? Ihr habt es ja mitgekriegt letztes Mal.
Da haben uns ja schon freundlicherweise die lieben Legionärsfuzzis angegriffen. Weil ich es mir mit denen so, schon so ein bisschen verdorben habe, schätze ich mal. Okay. Was sagen denn die Quests? Verlass dich auf mich. Nein? Soll ich das noch machen? Ich meine, damit helfe ich ja jetzt wieder der blöden Alice McLafferty. Rose? With? Warum? Ach so, das war für Jean-Baptiste. Nee. Das könnt ihr mal getrost in die Haare schmieren. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen noch ein bisschen Erkunden. Ich hab... Oh, es ist ja gar nicht mehr so viel. Haha. Ist ja gar nicht mehr so viel. Wir gehen mal zum California Sunset Drive-In. Aber dazu raste ich erst noch ein bisschen. Es ist... Oh, ist gleich morgen, dann passt das ja. Schwupps und gleich wird's hell. Hoffe ich. Oh, der Sternenhimmel. Das habe ich so vermisst. Ihr glaubt's mir gar nicht. Da kommt noch eine Stunde, da sehe ich wenigstens was. Dieses Blueberry Nights ist schon recht nett, aber... Ne, habe ich ja schon mal gesagt. Man sieht halt nichts. Dann kommt ihr mit? Ne, die laufen jetzt wieder irgendwo gegen die Wand. Ah, gut, dann... Dann kommt ihm halt gleich nach. So, was nehmen wir denn? Aha. Snipergewehr. Sehr schön. Das Drive-In. Also so ein Autokino, ja. Wahrscheinlich ist hier gar nichts. Das wird wieder nur so ein Punkt sein, den man entdeckt und da passiert nichts. Nee, also wie gesagt, ich mache noch ein paar Parts. Und dann werde ich das nächste DLC machen. Was habt ihr gesagt? Old World Blues oder was ist das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, guck mal, das ist wegen den Sensoren, deswegen... California Sunset Drive-In. Ja, das ist das Problem mit Edie. Da kriege ich immer gleich so ein bisschen... Paranoia und glaube, dass da irgendwas in der unmittelbaren Umgebung ist. Dabei ist es dann meilenweit entfernt. Oh, da ist ein NPC. Wo ist denn hier ein NPC? Ich sehe keinen. Keinen freundlichen zumindest. Alles klar, warte mal. Das will ich jetzt genauer wissen. Ist das wieder nur eine Krähe oder was? Nee, hier sind Leute. Aber da ist ja... nee, das Canyon Wrack. Da ist der nächste DLC, ne? Leute, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Nee, da will ich nicht hin. Weil am Ende starte ich jetzt irgendwas und dann heißt es, ja, okay, du hast jetzt den neuen DLC gestartet und das ist dann Mist. Das ist dann wieder Mist, komm. Hab keine mehr. Ach so, der hat uns schon gehört, oder was? Peng. Treffe ich den von hier? Ach, kann ich gerade gar nicht brauchen. Dieser Schlampe besorgt mich's. Bitte was? Wasch dir mal den Mund, junge Frau. Wo ist er denn? Habe ich den erledigt? Ernsthaft? Dreimal dünne rote... Sag mal. Oh, da brennt was. Da war ich aber schon, ne? Ja. Mesquite Mountains Krater. Das war das mit dem Hell's Inn Hotel, oder? Ach stimmt, deswegen sind ja auch die Gude, weil da oben ist alles verstrahlt ohne Ende. Ja, das war eine lustige Gegend, finde ich. Die hat mir gefallen. Wegen sowas so sehe ich mich auch hier um, weil sowas sind halt immer irgendwelche lustigen Merkmale in der Landschaft. Davon gibt es hier so wenige. Leider. Ist halt echt vieles nur zum Durchlaufen und mal kurz gucken. Aha. Der Ivan Pah, Trockensee. Gehen wir mal dahin. Kann ja nichts schaden. Naja. Ich muss halt immer wieder so ein paar Lückenfüller hier reinbringen, dass es halt auch irgendwie... Weiß nicht. In Fallout 3 habe ich das irgendwann ja auch nicht mehr gemacht. Weil ich halt die ganzen Punkte schon kannte und wusste, da gibt's nichts Gescheites. Aber hier weiß ich's ja nicht. Also nochmal, ihr könnt mir gerne ein paar Punkte empfehlen, wenn ihr noch welche kennt, die sich lohnen zu besuchen. Oh, Edie ist echt leid, aber ich muss mich bald wieder von ihm trennen. Ich finde das voll anstrengend, dass ich jetzt überall Punkte sehe. Ich meine, ist zwar ganz praktisch, aber ich orientiere mich doch lieber daran, was ich in meiner näheren Umgebung habe. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Oh, schade. So ein kleiner Schatz in so einem einsamen Koffer wäre schon ganz nett gewesen. Kapau. Sag mal. Nee, es ist... Ach, Edie, es tut mir echt leid. Du musst zurück ins Lucky 38. Das geht nicht.
Terminieren. Ja, Basisrückkehr. Ins Lucky 38. Ja, nee, es ist echt. Es geht nicht. Es geht nicht. Tut mir sehr leid. Wo ist denn Cass jetzt? Hab ich ihr gesagt, sie soll warten oder was? Cass? Cassidy? Scheinbar ja, ne? Na gut, ja, Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß in den Part bringen soll, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nur versucht, ein bisschen Zeit zu verplempern, zugegeben. Oh, da ist sie ja schon wieder. Aber ich werde sie mal wegnehmen, sonst habe ich sie die ganze Zeit als Missionsziel um mich rumtanzen. Machen wir das mal. Ist ja egal, kümmere ich mich nächstes Mal drum. Leute, ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und diesem Spiel. Vor allem mit diesem Spiel. Oh, da rennt jemand. Guck mal. Ili-li-li. Schnell. Ja, deswegen würde ich mich weiterhin sehr über eure Unterstützung freuen. Jawollo. Ne? Und ja, lasst mir gerne eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns dann wieder zu Fallout New Vegas. Bis dann.